Es ist wieder soweit, und zwar ist heute der Baby Boom Day wieder gestartet, nach einem Jahr. Am Mittwoch war es, müsste gewesen sein, die Truthahnzucht eingespielt worden ist. Wenn ihr genaues wissen wollt, ihr alles Truthähne, welche gibt es denn und so weiter und so fort, alles zur Truthahnzucht, dann empfehle ich euch mein Video dazu, welches ich auch gedreht habe, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, heute geht es aber eben um den Baby Boom Day und meine Ausbeute, was ich denn so bekomme. Ich habe viel auf Lager. Ich habe nicht nur viel Superfutter noch auf Lager, sind noch nicht gekauft, sondern habe ich alle angespart, sondern auch einige Truthähne, die ich noch habe. Über 1000 müssten es mittlerweile auch noch sein. Von daher, da kann ich einen doch viel züchten, würde ich mal sagen. Richtig reinhauen, ob ich alles, ja, das meiste werde ich eben mit euch gemeinsam hier verzüchten und dann für mich ein bisschen selber ein bisschen was, vielleicht 50 Superfutter oder so auf meiner Hauptfarm spare ich mir noch auf. Ich mache vielleicht just for fun noch ein paar. Gut, dann starten wir. Und zwar aktiviere ich aber dafür, damit es für euch nicht allzu langweilig ist, hier auch einen Coupon für 12 Stunden. Dann kann ich alles auf einmal abernten. Kurz mal gucken. Ich mache auch immer vorher. Man weiß ja nie, vielleicht ist wieder irgendein Bug oder es gibt Probleme. Kurz gucken, ob auch schon Baby Boom Day, ob das alles funktioniert. Aktuell ist es bei mir jetzt 10:10 Uhr. Wenn das Video raus ist, weiß ich nicht. Müsst ihr einrechnen. Immer nur in Minuten wieder. Die Buden und so weiter und so fort. Das haben wir gleich mal. Haustruthahn ist, glaube ich, allerdings das zweite und zwei normale Truthähne. Wundert euch nicht, wenn ich die Truthähne noch nicht so gut auseinander kenne. Kann jetzt vorkommen, ich bin ja auch noch nicht so der Insider. Gut, das sieht aber noch nicht schlecht aus. Das ist eine Orange und zwar der Kürbiskopf. Die Kürbiskopfbutter sonst nur von den Haustruthähnen. Dann haben wir hier wieder was Feines und zwar ein Pfauentruthahn. Weiß gar nicht, was da höher ist. Wow! Yes, da ist mein Brattruthähnchen. Ja, Halleluja, das geht ja wunderschön los. Sehr schön. Und dann wieder zwei Pfauentruthähne und Haustruthähne. Da haben wir wieder diese Pfauentruthähne. Und da haben wir nichts Feines mehr. Ein Brathühnchen. Eines habe ich schon gehabt. Vom Baum der Weisheit geholt. Das ist jetzt mein zweites. Mein Ziel ist ja, diesen Stall zu bauen. Den werde ich mir wahrscheinlich holen, wenn ich es denn schaffe. Also da fehlt, glaube ich, noch eins. So, dann geht's weiter hier. Bin gespannt, was ist mein Ziel? Ein pinkes Tierchen, das wäre schön zu verkaufen. Kürbiskopfputze, sonst haben wir nichts Großartiges dabei. Wieder Kürbiskopf und dann wieder Pfauentruthähne. Wieder jede Menge Pfauentruthähne. Kürbiskopf und Pfau. Klingt irgendwie komisch. Pfau von den Truthähnen, aber was soll's? Wieder ein Pfau. Das ist nichts Besonderes. Da haben wir Kürbiskopf und Pfau und da war nichts Großartiges mehr dabei. So. Fazit, erste Runde, es sieht folgendermaßen aus: 63 Haustruthähne, 13 von dem Pfauen, 5 Kürbiskopf, noch keiner von den Grenzetruthähnen, allerdings schon ein Brattruthähnchen, das ist noch Runde 1, dann fülle ich die Pöffs doch mal wieder auf und dann geht's weiter. So, gleich ist die nächste Runde fertig. Vorher aber noch was anderes gesagt. Ich werde mich hier konzentrieren, natürlich auch beim Event hier, Künstlerseele, das natürlich auch hier. Kann ich gleich mal einiges reinhauen. Da gibt es wieder Superfood abzuholen. Das ist großartig. Die Items werde ich mir holen und wahrscheinlich auch alles andere wird sich wohl locker ausgehen. Ist nicht das Problem. Von daher finde ich das auch wirklich einfach genial, dass eben gleichzeitig so ein Event läuft, dass die Zuchttiere den neuen gleich nochmal ein bisschen höheren Wert haben. Dementsprechend dann natürlich auch noch teurer am Markt sind. Also wenn man sich da die Preise ansieht und dann richtig schön auch verkaufen kann. Das ist einfach herrlich. Das macht Spaß. Sehr schön, mal Brotkaputte gibt es auch schon. Ah, 3 Millionen Brattruthähnchen sind ein bisschen nicht so teuer wegen Baum der Weisheit. Kein Grenzer, Ur oder Kleckser, aber dafür Kürbiskopf 199.000. Sogar Pfauentruthahn ist bei 60.000 und Haustruthahn 12.000. Also, da könnte ich jetzt beispielsweise einfach mal Pfauentruthähnchen. Wäre schön, wenn es 13 Brattruthähnchen wären. 13 Pfauen für, ja, um die 53.000 hätte ich 600.000, also das geht ja richtig, richtig schnell. Wahnsinn. Gut, mal kurz gucken. Und jetzt muss ich auch noch ein Missgeschick leider erzählen. So ehrlich muss man sein. Zuerst dachte ich hier, ich hau sie ganz normal rein, ganz Parfüm drauf. Like 18 Minuten, 18 Minuten, hä? Hab ich doch gleich das Parfüm vergessen. Ah, Blödsinn. Parfüm, das pinke Gelee zu aktivieren. Vergesse ich auch immer wieder. Kommt immer wieder vor. Jetzt habe ich es aber aktiviert. Baby Boomerunen und alles am Baum der Weisheit habe ich ja schon lange. Gut, also zweite Runde beginnen wir. So, jetzt wäre schön noch ein Brathruthähnchen. Was haben wir hier? Hier haben wir wieder Kürbiskopf und diesen. Na, wie heißt er? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Grenzertruthahn. Ach, keine Ahnung. Den habe ich auch noch nicht. So, da haben wir noch nichts Berauschendes dabei. Bisschen ein paar Pfauen, die ganz normalen Haustruthähne, Kürbiskopf, Pfauen,
Kürbiskopf, heißt doch Kürbiskopf, oder? Ich denke ja, jawohl, Kürbiskopfpute. Da ist wieder nur Pfau dabei, da war nichts Atemberaubendes dabei. Kurzer Zwischenstand, da habe ich ja schon in die Quiz geworfen. Hier, tada, den Grenzertruzan, der blieb mir noch verwehrt, aber daher für immerhin ein Brattruthähnchen. Sonst Urtruthahn, Polka oder Kleckser. Immer her damit, kann ja auch kommen, ich habe nichts dagegen. So, die brauchen jetzt noch 0 Minuten, das ist großartig, die warten wir auch noch schnell ab. Und jetzt sind sie aber auch fertig, dann auch hier. Hauen wir rein, komm. Kleckser-Truthahn, wo bleibst du denn? Na, das wäre ein Traum. So, also, da ist wieder nur Pfauen und Haustruthähne. Anführungszeichen nur. Da ist auch wieder der gleiche Spaß dabei. Hier ebenfalls einige Pfauen, einige Pfauen, einige viel zu viele Haustruthähne und hier nochmal Haustruthähne. Ach, das war nicht die beste Runde, leider muss man sagen. Aber nun gut, dann schmeiße ich wieder mal rein und dann gucken wir weiter. Bis gleich. Währenddessen die Truthähne mal fertig sind, habe ich hier auch beim Event alles reingeschmissen, was mehr oder weniger ging. Nur die letzte Stufe eben hier, die fehlt mir noch. Diese drei Grenzertruthähne, die wollen einfach nicht kommen, habe ich so das Gefühl. Aber ich bin optimistisch, jetzt können, werden sie wohl der eine oder andere vielleicht kommen. Sonst hier das alles durch. Bei einer habe ich allerdings nichts gemacht, und zwar hier. Denn ich meine, 11 Truthähne, hier Haustruthähne noch reinschmeißen für 30 Truthähne und 20 Truthahn Futter. 5 Sterne lohnt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht, von daher lasse ich das, außer es kommen noch viele, viele bekomme ich davon, dann haue ich die von mir aus auch noch rein, aber ich brauche keine Sternchen, ich brauche weder noch durch 30 Truthähne oder sonst irgendwas, von daher habe ich das gelassen. Gut, also dann beginnen wir. Runde 3 müsste es sein. Grenzer Truthahn, komm bitte endlich. Das ist mein Ziel, diese Runde. Und da haben wir wieder Kürbiskopf, V, normale. Für mich ist hier Haustruthahn normal. Denn es ist nichts Großartiges. Hier wieder Pfauen. Das ist wieder ein Pfauen. Oh, da war das was Gutes dabei. Habe ich jetzt gerade was übersehen oder habe ich jetzt nichts übersehen? Doch, yes! Ich bin nicht froh, dass ich es übersehen habe. Ich habe einen Grenzertruthahn übersehen. Mein erster. Die sehen aber wirklich zum Verwechseln ähnlich aus. Hier die drei besonders. Na, also geht doch. Erster Grenzertruthahn. Und jetzt fehlen noch zwei. Dann habe ich das Eventchen durch und dann geht's richtig ans Verkaufen. Beziehungsweise an Brathundchen Stall bauen. So, das ist Kürbiskopf. Da haben wir wieder Pfau und Truthahn. Das ist ein normaler Mist. Dann haben wir hier wieder Pfau und Haus. Kürbiskopf war nicht dabei. Nichts Großartiges. Nichts Großartiges. Nada. Und Kürbiskopf Truthahn. Und nochmal Kürbiskopf Pute. Kürbiskopf Pute, Truthahn, was weiß ich. Also war leider, naja, immerhin, sagen wir mal so, es war einer dabei. Aber so einen richtig großen Erfolg warte ich noch ein bisschen. Vielleicht ja in der nächsten Runde. Bis gleich. Da ich doch mehr als genug von diesen Haustruthähnen habe, 176 mittlerweile, entscheide ich mich doch, die hier reinzuschmeißen, auch wenn die Gewinne ja, Mangelware sind dafür. Aber naja, ich habe da genügend. Wenn das so weitergeht, habe ich bald in nicht mehr so langer Zeit, vielleicht in 2 Runden, wenn es sich noch ausgeht, mehr Haustruthähne als normale Truthähne. Mal gucken. So, also gleich ist die nächste Runde fertig. Die Jagd nach den Kleckser-Truthahn geht's weiter. Ne, das wäre ein Traum. Mal gucken, was rauskommt. Nächste Runde starten wir. Ich brauche noch 2 Grenzertruthähne für die Quest, für das Eventchen da. Wenn ich die mal habe, dann bin ich glücklich über einen Kleckser-Truthahn, Polka-Butter und so würde ich mich auch nicht unbedingt beschweren. Da ist noch nichts Berauschendes dabei, nur immer diese Pfauen-Truthähnchen, viele, viele Haustruthähnchen. Und ja, wieder hier das gleiche Spaß. Hier Kürbiskopf, okay, nicht schlecht. Aber es geht besser, vielleicht zeigt uns jetzt hier, vielleicht läuft es ja da um einen Hauch besser, mal gucken. Bisschen Superfutter habe ich noch. So, da sind wieder einige Pfauentruthähne, da haben wir nichts dabei. Pfauen und Haustruthahn. Uch, uch, was ist denn da los? Ein Grenzertruthahn hat sich hier unter die Menge gemischt, sehr schön. Das ist mein zweiter. Es sei denn, ich habe schon wieder einen übersehen, werden wir gleich sehen. Da ist nichts Berauschendes dabei, für mich persönlich so gesagt. Oh, das ist noch ein Kürbiskopf Pute. Ich sage immer Kürbiskopf Truthahn, aber wo es ja genau heißt, Kürbiskopf Pute, glaube ich. Jo, damit habe ich jetzt 2 Grenzertruthähne. Ich habe schon die anderen hier viel in die Quest geworfen. Jetzt dementsprechend habe ich hier Nummer 6. Nur noch, unter Anführungszeichen. Nächste Runde werde ich dann mal einige, wie viel Superfood habe ich noch? 212. Ich werde es ein bisschen noch züchten. Ich mache vielleicht noch eine Runde mit euch.
Dann ist das Teil 1 abgeschlossen. Teil 2 wird auch noch kommen. Wenn es ein Teil 1 gibt, könnt ihr euch denken, es wird vielleicht irgendwann auch einen Teil 2 geben. Der wird auch kommen. Und zwar auf einer Nebenfarm. Hier habe ich noch viel Silberfutter. Aber jetzt möglicherweise der letzte Teil auf meiner Hauptfarm. Oder zwei mache ich noch. Mal gucken. Ich fülle mal auf und diesmal ein bisschen anders. Ich probiere mein Glück mit den Haustrutinnen. Mal gucken. So, Leute, jetzt kommt die Runde, auf die ich mich schon besonders gefreut habe oder auch freue, und zwar Mischmasch. Meistens nur hier Haustrutine, aber auch ein paar andere riskiert. Ja, wenn man was gewinnen will, dann muss man auch mal ein bisschen was riskieren, heißt es doch so schön, warum denn nicht? Ist doch nur ein Spiel, oder? Nee, also hauen wir mal rein und da haben wir mal was. Also da kam nichts Großartiges raus, da leider auch nicht. Das ist ein Kürbiskopffutter, aber das ist, glaube ich, normal hier. Da haben wir. Ah, da ist schon Grenzertruthahn dabei. Mein dritter immerhin, den habe ich jetzt mal geknackt. Die Grenzertruthähne, die ich hier brauche für die Quest. Also damit habe ich die Quest, das Event komplett abgeschlossen. So, da ist wieder leider nichts Großartiges dabei. Und hier haben wir. Immer noch nichts auf den großen. Auf den großen Aha-Effekt warte ich noch. So, aber da ist noch mal alles voll. Alles voll, voller Haustrutine. Und auch einmal hier. Also da muss doch was Gutes bei rauskommen. Mal gucken. So, da. Also, es ist. Hier haben wir mal nichts. Hier haben wir Kürbiskopf, das ist normal. Nochmal Kürbiskopf. Komm schon, hier ist alles normal. Boah, das ist doch ein bisschen enttäuschend. Hier immerhin Kürbiskopf, wenn das nicht normal ist, aber glaube ich nicht. Da ist auch noch nichts Großartiges dabei. Hier leider auch nicht. Da ist ein Grenzertruthahn. Aber das ist normal. Mist. So, da ist nochmal hier alles beim Alten. Nee, war nicht so wirklich die tolle Runde. Ich bin etwas enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann nur besser werden, oder? Also, doch. Alter, habe ich was verpennt? Was? Ein Urtrotan? Okay, das ist, also jetzt dreht sich nochmal die Stimmung. Jetzt bin ich happy. Urtrotan, Wahnsinn, den habe ich total verpennt. Klasse, den kann ich dann gleich mal verkaufen. Ist dann doch noch ein glückliches Ende. Ups, verklickt, so, hier sind wir. Also, wie viel gucken wir mal auf den Markt? Urtrutan ist noch nicht drinnen, aber dafür immerhin einige Polka-Buten und die sind mir viel zu teuer. Interessant zu sehen, wie viel die kosten werden. Also, nimmt dann doch noch ein halbwegs glückliches Ende. Ein pinkes Tierchen war leider nicht dabei. Da bin ich etwas enttäuscht, aber den kann ich. Naja, ist mir auch noch nicht. Jetzt verkaufen wir ein bisschen blöd, weil den kann ich erst für 680.000 verkaufen. Muss ich warten, bis er teurer wird. Bis ich ihn teurer verkaufen kann. Dynamik und das ganze Zeug. Gut, dann werde ich für mich noch ein bisschen so nebenbei züchten. Das war's mit Teil 1. Es hätte besser laufen können, ja. Aber naja gut, immerhin war ein Urtruthahn dann noch dabei. Da bin ich glücklich. Es waren Brathühnchen dabei. Einige Grenzertruthähne zum Schluss immerhin noch. Damit kann ich die Quest hier Künstlerseele auch komplett abschließen. Habe ich auch durch. Viele andere Sachen von Haustrutinen etc. kam wirklich sehr viel. Aber es hätte besser laufen können, meiner Meinung nach. Aber züchte noch ein bisschen so nebenbei. Und ein Teil 2 wird auch noch kommen. Also ich bin gespannt. Wer weiß, vielleicht braucht der Klicksetruder nur seine Zeit und dann will er kommen. Ne, den werde ich wohl nicht schaffen. Mal gucken, aber danke fürs Zuschauen bei Teil 1 und da würde mich natürlich gleich interessieren, wie es denn bei euch ausgesehen hat. Habt ihr denn auch, wie ich diesmal nur mit Truthähnen gezüchtet oder auch was anderes? Würde mich interessieren natürlich, was ihr denn da bekommen habt mittlerweile. Wie sieht eure Ausbeute aus? Euer Fazit geht ja noch lange, der Babyboom. Das war ja erst der Anfang. Also viel Spaß und natürlich wichtig am Babyboom, viel Erfolg und Glück weiterhin. Ein schönes Wochenende. Ciao.